reden. Und? Konntet ihr etwas herausfinden? Ja, wir haben den Täter zur Strecke gebracht. Was? Wirklich? Wo war er? Südlich von hier, tief im Wald versteckt. Ihr habt ihn wirklich erledigt? War es ein Mann oder ein Monster? Werwölfe? Ja, Werwölfe. Werwölfe? Na, das passt. Gut, dass ihr sie erledigt habt. Damit wäre diese Stadt wohl ein Problem los. Hab Dank, Fremde. Hier, nehmt diese Tränke. Ich schätze, ihr habt die ein oder andere Wunde davongetragen. 5 Falltränke halten. Danke. Und hier noch eine kleine finanzielle Anerkennung der Bewohner dieser Stadt. Eigentlich haben sie mir das gegeben, damit ich diesen Fall löse. Aber ich schätze, ihr habt das Geld eher verdient. 5000 Filar erhalten. Geil, danke. Na schön, dann kann ich mich ja jetzt darum kümmern, diese Leiche vorzuschaffen. 72.000 Erfahrung halten. Geil. Vorhin Level 66. Elaine Level 66. Asker Level 66. Krieger Level. Krieger ist er. Ah, Level 66. Bevölkerungsunruhen reduziert. Cool. Würde ich mal sagen, ich heile uns mal schnell wieder. Oder können wir ja später dann den Sarg benutzen. Was machen wir jetzt? Fliegen wir mal schnell. Ich weiß nicht mehr genau, wo dieser eine Wolf war. Ich glaube, das war irgendwo dort unten. Habe ich auch erst letztens die Folge hochgeladen. Ich glaube, da bin ich aber schnell, wenn ich... Nein, bin ich nicht, oder? Ich glaube, es bleibt gleich. So, dann... Fliegen wir mal schnell hin. Ich glaube nämlich, dass der Ort mit dem einzelnen Werwolf dort unten war und den will ich auch haben. Irgendwo hier. Hier müsste ja dann irgendwo im Wald. Das hier war's, oder? Ja! Werwölfchen, wo bist du? Hier! Ein neuer Werwolf! So! Was machen wir jetzt? Ach, fliegen wir mal zurück zum Schloss. Dann können wir mal wieder unsere Runde drehen. Haben wir diese Aufnahme noch gar nicht gemacht? Geil, da, ein Werwolf! Finde ich cool. Ein Werwolf auf dem Dach. Hier werden wir garantiert auch irgendwann mal lauter Einheiten sehen. Irgendwann mal, glaube ich. Wir sind noch nicht Level 70. So, kommt jetzt darauf an, wie viele Seelen wir haben. Aber im Endeffekt würde ich die schon mal zum zum Sammeln anfangen. Wäre mir lieb. Ach komm, wir gehen jetzt erstmal schlafen. So. Gut, dann wie viel... Ah, einiges ist es schon. Herr Meister, eure Steuereinnahmen 11 und 3.996 Filar. Danke. So, dann... Investieren wir das wieder in Söldner. Ausrüstung haben wir wahrscheinlich noch keine neue. Haben wir ja mit Level 60 erst welche gekauft. Was haben denn die bisschen? Ein Speicherstein. 290 Filar. Da haben wir wieder einen Speicherstein. So, was können wir denn alles verkaufen? Halfion behalte ich mal. Gefoltert haben wir schon alle, oder? Haben wir zumindest nichts übrig. Wir haben sogar wieder eine leere Flasche. Wo haben wir denn die her? Okay, verkaufen kann man nichts. Kaufen will ich jetzt erstmal auch nichts. Wie viele Seelen hätten wir denn? 6.
Die behalten wir. So. 1320 Filar kostet jetzt ein Söldner. Und wir können uns 13 trotzdem leisten. Geil. Das ist echt krass. Verteilen wir doch gleich mal. So, wir haben 5 Werwölfe haben wir. Und 30, 17, überall 17. So. Dann müssten es jetzt auch 13 gewesen sein. Ja, tatsächlich, wir hatten auch hier 17. Ja gut, hätte ich eigentlich vorher ausrechnen können. So, das heißt, es sind wieder 1, 2, 3. Obwohl, wir haben hier jetzt die Werwölfe, also die Werwölfe werde ich dort lassen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und 2. Zack. So, jetzt haben wir mindestens 19 Söldner in jedem Schloss. Cool, oder? Moment mal, das sind 20, 40, 60. 98 Söldner haben wir schon. Geil! Moment, ich habe den Taschenrechner gerade da liegen. Ein Söldner war, glaube ich, 13. Aber wir haben ihn ja schon um 4 Punkte mindestens erhöht. Das heißt, er ist 17 wert. Wir hätten... Was? 1666 Punkte? Das ist krass. Damit könnten wir sogar das gefährliche Schloss einnehmen. Aber wir warten noch. Wir machen jetzt nämlich erst... Ach, gehen wir erst noch Post lesen. Das müssen wir auch noch machen. Hier im Eingangsbereich ist aber keiner. Auch hier vor dem Schloss niemand. So, mal sehen. Brief 82. Verdammt nochmal, kannst du mir nicht bitte helfen? Ich schreibe jetzt schon die dritte Mail an dich. Und du hast noch nicht einmal geantwortet. Die Vampire's Downside aber schon zweimal erneuert. Nochmal eine Kopie der ersten Mail. Ich melde mich doch nochmal, weil ich Probleme mit dem RPG Maker habe. Und zwar bei der Türanimation. Alles klappt wunderbar. Nur krieg keine Tür ein zweites Mal auf. Jetzt hilf mir doch mal. Bitte, bitte. Verdammt nochmal. Verdammt, verdammt. So eine Ansprache finde ich eher ungünstig, wenn man um Hilfe bittet. Aber das ist nur so eine Idee von mir. Ich habe nun mal keine Lust, jedem zu jeder Zeit zu helfen. Wofür gibt es denn Maker-Foren? Ist recht bei Problemen wie diesen. Wer freundlich fragt, bekommt auch eine Antwort. So ist das. Und wenn es länger dauert, kann sich derjenige auch im Forum melden. Finde ich, hat er absolut recht. So, dann schauen wir doch jetzt mal die Quests an, die wir jetzt noch haben. Oder was wir auch mal machen könnten, den Status anschauen. 350 Geheimnisse haben wir schon. Das heißt, ganze 900 fehlen uns noch. 51 Menschen ausgesaugt. Seit über einem Tag spielen wir schon. Einen Menschen verwandelt, 0 umgewandelt. 531 Kämpfe haben wir, davon sind wir 3 geflohen. 81 Menschlichkeit, wow, immer mehr. Steuernahmen 945, Unruhe in der Bevölkerung 0, so mag ich das. Viel am Schloss 0, das, so mag ich das leider nicht. Gut, Aufgaben. Wir haben ein Elras-Foltern, kennen wir nicht, das ist auch noch ein bisschen zu heftig. Die Stadt gehört uns noch nicht. Dann machen und die Bruchstücke haben wir noch, oder? Genau. So, machen wir doch das da. Hole das zweite Bruchstück aus Burg Varis. Machen wir. Burg Varis war, glaube ich, da bei Mestor. Da... Ja. Ich glaube nicht, dass wir da allzu große Probleme haben werden. Aber ich glaube auch, dass wir dort wieder einiges an Seelen sammeln können. So, vorausgesetzt, wir finden hier den Weg nach unten. Und das da könnte ja sein. Wenn wir irgendwie dorthin kommen. Und wo sind die ganzen Söldner? Hier ist nicht einer. Okay, muss ich vielleicht in den Innenhof? Okay, hier ist ein Söldner.
Hier. Neben den Betten. Na klar. So, unser grüner Schlüssel leuchtet. Und der Weg ist frei. Holen wir uns das Bruchstück. So, das sehen aus wie Gargoyles. Ich frage mich, ob wir die aussaugen können. Ich versuch's mal. Nein, geht nicht. Dann greifen wir sie an. Oh, ein Angriff reicht. Cool. Ja, bei dem haben waren zwei nötig. 1280 Erfahrung, das ist schon ein bisschen mehr. Vielleicht erreichen wir da sogar ein Level, wenn wir oder zwei, wenn wir durch den Dungeon durch sind. Ja, zwei wahrscheinlich nicht. Ein Geist, bei dem ich mir nicht mehr sicher, dass wir da kein Blut kriegen. Erfahrung gibt und eine Seele. So, da haben wir coole Statuen, finde ich. Aber zu der kommen wir leider nicht hin. Und hier haben wir schon den ersten Durchgang. 159 Fila. Geheimnis. Da war ein Riss in der Wand. Okay, ich gehe jetzt erstmal hier nach links weiter. Und das mit Falle. Ein Dietrich hat ein Geheimnis. Eine Schattenrune erhalten. So, ich möchte nicht mal heilen. So. Soll ich hier runter weitergehen oder nach rechts? Gehen wir erstmal hier runter. Ja, war gute Entscheidung. Hallo? Dreimal daneben gegangen. Jo. Passt. Wieder zwei Seelen erhalten. Wäre echt cool, wenn ich auch ein paar Filar erhalten würde bei jedem Kampf. Bei ein Filar wird doch sogar ein Monster dabei haben, oder? Ich meine, könnte ja sein, dass zum Beispiel bei einem Schleimmonster, könnte ja sein, dass ein Soldat oder so irgendwann mal ein Filar verloren hat und das liegt dann am Boden des Filar und der Schleim schleimt dann da halt drüber und sammelt das Filar dann auf. Das bleibt am Körper kleben. Ist ja ein Schleim. Ein Giftamulett erhalten, was macht das? Wahrscheinlich werde ich es eh verkaufen. Giftresistenz und Schutz vor Gift und krank. Jo, werde ich verkaufen. Finde ich zwar generell geil, aber wie gesagt, ich will nicht dauernd wechseln, da bin ich mir zu faul. Und der Sonnenschutzmantel, der ist notwendig. Oh, Elaine, daneben! Das macht irgendwie ein bisschen weniger Schaden als die anderen. Sogar weniger als der Krieger? Naja. Da ist auch noch ein Geheimgang. So, Gargoyles. Gargoyle und Geist. Ah, jetzt hat Asgard mehr Schaden gemacht. Oder es liegt am Geist, beziehungsweise am Gegner. Asgard Level 67 erreicht. Sag ich doch, mindestens ein Level. So. Wo komme ich da? Ah! Ein Lichtamulett. Wahrscheinlich Schutz vor Licht und Schutz vor Resistenz vor vor Lichtangriffen und Schutz vor Blind und sowas. Oder geblendet. Noch ein Geheimgang. Aber erstmal hier umschauen. Hier zum Beispiel. Die Bücher sind völlig vermodert. Okay, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Eine leere Flasche halten. Geheimnis. So, gehen wir erst hier rein. So. Hier liegt etwas zwischen den Büchern. Trank der Ewigkeit erhalten. Geheimnis. Finde ich cool. Wow!
Wow, das hatte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Ich habe mich voll erschreckt. Voll gezittert. Hätte ich die Maus an der Hand gehabt, dann... Also wenn ich mit dem Maus spielen würde, dann hättet ihr das auch gesehen. Ein Geheimnis leider. Und eine Blutrune hat ein Geheimnis. Ja, okay. In dem Fall schon ein Geheimnis. So. Sie werden dich verraten. Verlasse sie. Töte sie. Hör auf! Was? Wie? Ich habe nichts gemacht. Was ist los, Wölner? Lina, gehorche. Nur das wird dich retten. Ach, nichts. Lass uns weitergehen. Ich finde es echt seltsam. Erst hat Wölner diese Visionen und dann hört er Stimmen. Das ist echt seltsam. Und ich frage mich, wie geht das weiter? Das einzige Buch, von dem noch der Titel erkennbar ist, heißt Günther, der Silberer. Und gerade vergeht halt nicht. Tja, da hat er recht. Habe ich euch eigentlich... Ich glaube, hier geht's weiter. Dann gehe ich erstmal oben weiter. Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, was ich als... Naja, Jugendlicher und Ende des Kindseins und Anfangs, beziehungsweise bis die gesamte, fast die gesamte Jugend, meine fast gesamte Jugend, also Teenager, sage ich jetzt mal, gesagt habe von mir selber. Ich hatte nämlich den Plan, ich will ewig leben. So, das ist, weil das Level 67 reicht. So, ich will ewig leben. Wie schaffe ich das? Naja, hatte ich drei Ideen. Erstens, Deppen, also dumme Menschen sterben nie aus. Leere Flasche halten, Geheimnis. Was mache ich also? Hier liegt eine kleine Rolle zwischen den Büchern. Karte 9 halten, geil, Geheimnis. Wir können wieder auf Schatzsuche gehen. Also dumme sterben nie aus. Unkraut vergeht nicht, war der zweite Spruch. Und, was war der dritte? Ah ja, Kakerlaken überleben alles. Ein Fluchttrank gehalten. So. Was mache ich mit meiner Winderlogik? Verpasse mir selbst den Titel Dumme Unkrautkakerlake. Krass, oder? Wie blöd muss man sein? Ja gut, ich fand's eigentlich lustig. Irgendwann später fand ich das, nach ein paar Jahren fand ich das dann langweilig und habe mich dann selbst als mit demselben Zweck als Strafe Gottes für die Menschheit genannt. Auch wieder ziemlich blöd, ich weiß. Mit der Begründung, Gott würde hier niemals eine Strafe für die Menschheit zu sich zurückholen. Eigentlich ziemlich dumm. So, und also eigentlich dumm. Ich find's halt lustig. So, und jetzt schreibt bitte in die Kommentare, wer von euch findet's auch lustig und wer findet's einfach nur dumm. Verseuchtes Wasser erhalten, Geheimnis.